Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Episode des Football Managers 2019. Heute mit einer kleinen Länderspielpause und hoffentlich dann am Ende auch noch mit dem Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt. Wir haben jetzt 14 Tage Zeit, deswegen drücke ich direkt mal auf Fortfahren. Ja, die letzte Partie sieht man hier noch kurz, 1-1 gegen Leipzig. Waren die bessere Mannschaft und trotzdem nur ein Unentschieden geholt. Ist in Ordnung. Wir haben wieder, wie gesagt, besser gespielt, was immer am wichtigsten ist, zu zeigen, dass wir es besser können als der Gegner. Wenn es dann immer nicht klappt mit den Ergebnissen, kann ich damit leben. Oh, brauche ich dieser talentierte Junge, den ich auch verpflichten wollte. Aber das Wichtigste ist für mich, wie gesagt, dass wir eine gute Leistung abliefern, weil dann kommt der Erfolg immer von alleine. Das hat zumindest immer Kloppo gesagt, und was Kloppo sagt, ist Gesetz. Gut. Übrigens habe ich jetzt, wie einige jetzt lesen konnten, auch bei mir in YouTube-Community-Kommentaren oder Beiträgen, wie man die auch nennt, gesehen, dass ich jetzt einen neuen Monitor habe. Den werde ich jetzt hauptsächlich fürs Streamen benutzen. Und ja, auch fürs Aufnehmen, da ist beides keine Verbinde. Ich habe jetzt immer so einen Kontrollmonitor, kann man sagen. Mit dem neuen Monitor kann ich dann schön Spiele zocken. Auf einem größeren Bildschirm ist dann auch angenehmer. Oh, okay, Moment. Oscar Matthias scheint doch ganz in Ordnung zu sein. Wobei, der wird im Dezember schon 19. 5 Kontras. Beste Technik. Eine Technik von 6. Ja, aber der ist sehr billig. Ich glaube, da könnte man ein bisschen was rausholen. Wir könnten ruhig mal verpflichten. So ein Ausstiegsklausel ist doch in Ordnung. Ach, wenn angeboten, vielleicht können wir dann ihn ein bisschen hochpushen, auch vom Marktwert her, und eventuell dann einen neuen Abnehmer finden. Für Gehaltssteigerung gibt es nicht. Okay, das ist in Ordnung. Ja, hier 155.000 Euro im Jahr kriegen wir hin. Immer noch unglaublich warm. Ich nehme jetzt eine Nacht auf von Samstag auf Sonntag. Es ist unglaublich schwül draußen, auch in der Wohnung vor allen Dingen. Also nicht wundern, dass ich gerade hier so Oberteil an habe. Ich war gerade nicht joggen oder sonst was, sondern wirklich, das ist angenehmer. Es ist halt so ein Trikotmaterial. So, als würde man praktisch nichts anhaben. Und da ich jetzt nicht oberkörperfrei aufnehmen will, mache ich das halt so. Gut. Also falls jemand gerne mal meine Livestreams verfolgen möchte oder machen jetzt diese, also jetzt gerade zum Beispiel mache ich das halt so, ich nehme die Folgen auf, aber kann ja in der Zeit auch ruhig mal streamen zwischendurch. Somit könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Wie ich bereits schon ein paar Mal gesagt habe, YouTube wird dadurch nicht im Ansatz irgendwie, das war schon, ging ja schnell, wird nicht im Ansatz irgendwie, ja, negativ beeinflusst, dass ich weniger Folgen mache oder sonst was oder mich weniger darauf fokussiere. Überhaupt nicht. Ist halt eher ein Zusatz. Gut. Nur eine Verhärtung. Also wer mich gerne mal live verfolgen möchte, kann das sehr gerne tun. Link unten in der Videobeschreibung. Würde mich natürlich sehr freuen über jeden Zuschauer, vor allem den hier auch von YouTube, die mich kennen. Praktisch. Wir wissen, welcher Typ das ist. Könnte mich auch mal live, ja, in Farbe zu Gesicht bekommen. Und mir gerne auch dann mal direkt Fragen stellen. Oder Kommentare, Tipps, wie auch immer. Und dort ist es angenehmer, so mit dem zweiten Bildschirm, muss ich schon sagen. Sieht auch direkt so professionell aus. Laurent Teschier. Oho. 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 Für den muss ich es auf jeden Fall kaufen, ne? Den muss ich auf jeden Fall kaufen. Physisch ist das so gut, mental. Technik ist überdurchschnittlich. Er ist aggressiv. Krass. Oh, das ist ein sehr guter Spieler fürs Zentrum. Und nicht teuer.
muss man sich auch gönnen. Muss man. Direkt mal eine Ablösesumme von 4 Millionen Euro. Und dann hoffen wir mal, dass wir ihn eventuell kriegen werden. Wenn niemand anderes um ihn bemühen wird, stehen die Chancen natürlich sehr gut für uns. Eigentlich gehofft nach der letzten Aufnahmesession, gut, wenn du jetzt aufnimmst, beim nächsten Mal aufnimmst, werden es fast 10 Grad weniger, aber sind vielleicht fast 10 Grad weniger, aber es ist nicht gerade unangenehmer geworden. Also weniger unangenehm. Und da ich nicht nur wegen dem Wetter da draußen darauf verzichten will, Folgen aufzunehmen, mache ich es trotzdem. Natürlich zwei interessante Talente, die wir uns wahrscheinlich gönnen werden, vor allen Dingen der zweite. Ich hoffe schon, dass er jetzt schon kommt und nicht erst wie unser Kolumbianer im Juli erst 2022. Weil so können wir uns natürlich schon wieder verletzt. Okay. 5,25 Millionen. Machen wir mal 4,7. Ich würde ihn halt gerne direkt schon in der Jugend spielen lassen. Kann die Sprache lernen, vor allen Dingen. Unser Trainerteam kennenlernen. Schon unser hohes Niveau begutachten. Sehr gut, wurde akzeptiert. 2024, Ausstiegsklauseln gibt es nicht. Das gibt es auch nicht. Okay, okay. Sehr gut. Ich wollte einen Vertrag von unter 1 Million unbedingt haben. Habe ich geschafft. Zur Frankfurter Eintracht sind es noch 4 Tage. Bis auf Pulisic ist es zweimal verletzt hat bei der Nationalmannschaft. Nur ganz kurz. War das in Ordnung? Das ist perfekt. Dann hoffen wir mal, dass wir halbwegs fit dann in die neuen englischen Wochen starten. Und sorry natürlich, wenn immer so ein kleines Flackern kommt in mein Gesicht. Wenn das Bild heller wird und wieder dunkler. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, wenn man jetzt nicht so Strahler hat wie andere, die hinter mir oder sonst wo sind. Eventuell auch eine Investition für die Zukunft. Und war nochmal wieder der Beste. Ich habe eine Woche lang nichts gesagt. Damit er nicht rummeckert. Und eine Woche darauf war er wieder lobenswert. Jugend hat schon mal 3-0 gewonnen. Mit so einem Ergebnis wäre ich auch zufrieden. Und schon ist 3-0. Ein souveräner Sieg. Ohne Gegentreffer. Bitte was. Wir haben also das Topspiel des Tages mal wieder. Aber irgendwie ganz schön häufig. Vitinho? Ne, der ist eher nicht so interessant. Leipzig hat wieder gewonnen, wie ich das sehe. Und gerade auf den vierten Tabellenrang abgerutscht. Müssen nachlegen.
Was sagt Isaac bezüglich? Er will mehr Spielzeiten wieder. Soll er kriegen. Die soll er kriegen. Auch wenn er jetzt eine Kondition von 90% hat, aber er will, dann soll er auch kriegen, wie gesagt. Gomez für Bentaleb, der hat noch weniger Konditionen. Alleine haben fast Konditionen von 100%. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Und noch alle Stammspieler in Nationalmannschaften teilweise. Aber gut. Werde ich nicht meckern, ich finde es gut. Für uns selber? Perfekt. Gut. Mehr machen wir, glaube ich, nicht. Wobei, vielleicht kommt noch Christian hier für Jaden. Auf die Bank. Wobei, Guerrero kann auch erstmal eine Pause kriegen, eine kleine. Dann kann er gegen Brügge auflaufen. Oder nee. Andersrum. Gegen Brügge lasse ich Wagnermann auflaufen. Heute wird es Raphael sein. Dann wollen wir mal die Partie beginnen. Alle motiviert, bis auf Diallo, warum auch immer nicht er. Ein bisschen hier die Tabellen alle umändern. Da mein Bildschirm ein bisschen größer ist, ist auch die Auflösung etwas höher. Also ist alles ein bisschen verschoben. Aber dürfte jetzt wieder alles in Ordnung sein. Ja gut, ich sehe ja auch mehr vom Spielfeld. Ist auch ein bisschen cooler. Kann ich schön auch mit 1920 mal 1080 zocken. Da sieht man schon den kleinen Unterschied. Guerrero mit der Ecke. Und erste Chance durch Kai Havertz an die Latte. So, jetzt vielleicht Amina Harit. Robin mit viel Platz. Okay, Robin sagt mir jetzt nichts. Wo ist eigentlich Frankfurt? 15. nur. Okay. Wahrscheinlich ist Angriff für uns. Diallo auf Havertz. Der verliert zwar den Ball, aber wir kriegen ihn wieder. Diallo schickt Isaac. Isaac allein vor dem Tor. Kein Problem für Marvin Schwebe. Im Kasten der Frankfurter. Alea auf Harit. Okay. Was das angeht, steht jetzt 1:1. Hüben wie drüben. Noch nicht so viel passiert. Zinchenko, guter Freistoß. Na, Frankfurt mit leichten Vorteilen. Guerrero mit der Ecke. Alexander Isak. Zu zentral. Zinchenko. Geblockt. Gut. War selten gesehen, dass der Gegner mehr Schüsse hatte als wir. Könnte schon besser laufen gerade. Ich denke mal, in der Halbzeitpause sollte schon ein bisschen was ändern. Pulisic war nicht so gut. Und Isak war jetzt auch bis auf zwei Schüsse nicht so viel zu sehen. Bisschen frische Kräfte. Geht er ab, ist er frischer. Jaden, wenn er in der Halbzeit spielt, ist ja auch kein Problem. Der Christian, oh, aggressiv. Ich bin alles andere als zufrieden. Denn das stimmt. Und wenn mal, dass die zweite Halbzeit besser wird. Motiviert sind die ja schon mal. Und beflügelt. Pass lag auf Havertz. Der schlägt Fiete ab.
Kann den Ball schön festmachen. Meier, oh. Guter Distanzschuss. Sehr guter Distanzschuss sogar. Nächste Chance für uns, Fragezeichen. Bekera. Ich habe noch gar nichts in ihm gesehen. Sancho auf Gomez. Havertz. Etwas Glück. Aber abseits. Schade. Oh, komm. Kai Havertz. Kai Havertz mit viel Platz. Zu einfach vergeben. Zinchenko muss man aufpassen. Mal wieder ein Angriff von uns. Maja, super viel Platz für Gomez. Ach, wieder geblockt. Wir kommen nicht so wirklich zum Abschluss. Havertz. Die zweite Halbzeit ist schon mal besser, aber es fehlt noch. Es fehlt noch etwas. Oh. Tun wir mal Bentaleb für Gomez. Oder eher Gomez die Offensive für Bekera. Und für Manolo kommt Nabil. Wieder Zinchenko. Das war, glaube ich, bislang der schlechteste Freistoß, den wir von ihm gesehen haben. Viel Platz für Valverde. Glück. Achtung, Alea ist sehr gefährlich. Zinchenko auch. Passler klärt den Ball nach vorne. Oh, schade ist das. Wir können den Ball irgendwie festmachen. Donnarumma haut den Ball auf die Flügel. Maier verliert den Zweikampf. Wir sind gerade einfach nicht auf der Höhe, kann man sagen. Ich glaube, der Ball geht rein. Valverde. Sehr gut. Geben wir mal ein bisschen mehr in die Zweikämpfe. Zehn Minuten noch. Kommen so langsam die Frankfurter. Eintracht wieder. Oh, Fehler des Gegners. Sancho. Jadon Sancho auf Gomez. In der 83. Eiskalt ausgenutzt. Sergio. Da war unser Spanier, den wir zum Glück drin gelassen haben. Das wäre eine schnelle Antwort gewesen. Sehr gut. Jetzt noch ein Unentschieden wäre ein bisschen blöd gewesen. Aber so bleiben wir. Wenn es bei dem Sieg bleibt. Auf Schlagdistanz mit nur 2 Punkten Rückstand. Noch eine Minute. Nichtmals. Und wir sind am Ball. Sind es gewesen. Harit ins Aus. Ah, noch ein dummes Foulspiel von Sergio. Kappa! Was für ein Schuss. Der war nicht von schlechten Eltern. Alea, Passlack, klärt auf die Linie. Außen vorbei, wir gewinnen gerade noch so mit 1:0. Das war eng. Man of the Match wurde Guerrero. Sehr schön, mal wieder eine sehr gute Leistung von ihm. Man sehen kann, erneut zu Null. Defensiv haben wir uns auf jeden Fall stabilisiert, das kann man auf jeden Fall sagen. Heute war es schon eine enge Kiste. War gut gemacht, man hat das ein schöner Sieg von uns. Trotzdem natürlich sehr eng, aber die 3 Punkte sind das, was zählen. Gut.
Das war's dann von heute. Wir sehen uns dann morgen wieder um Punkt 13 Uhr mit dem Heimspiel gegen FC Brügge, wo wir bei einem Sieg schon 9 Punkte hätten nach 3 Spielen. Und dann so gut wie qualifiziert werden. Wären. Also macht's gut. Bis dann.